Hallo und herzlich willkommen. Wenn man seinen Blick oder auch sein Bewusstsein etwas erweitert und sich die momentane Situation mal so aus einer übergeordneten Perspektive, aus einer Vogelperspektive ansieht, kann man ganz leicht feststellen, dass die spirituellen Gesetze, die universellen Gesetze, immer wirken. Im Kleinen wie im Großen. Und wie innen, so außen. Und zwar, wie es wirklich innen aussieht. Was meinst du, was ist in den letzten Jahren immer mehr und immer mehr innerlich angehäuft worden? Angst oder Freude? Echte Lebensfreude. Nun, wenn die Statistiken der Krankenkassen in Deutschland so halbwegs stimmen, dann hat nur eins enormen Zuwachs gehabt. Angststörungen und psychische Krankheiten, und zwar einen enormen Zuwachs. Das bedeutet aber, dass immer mehr innerlich Angst als Zustand abgespeichert war. Und für die universellen Gesetze spielt es keine Rolle, warum und weshalb, sondern die wirken einfach als Wirkprinzipien völlig neutral. Wird viel Angst innerlich abgespeichert, gefühlt, Gefühle erlebt, erfahren, dann zeigt sich das irgendwann im Außen. Dann manifestiert sich diese Angst in irgendeiner Form auch äußerlich sichtbar. Auch Jesus hat ja mit seinem Ausspruch, ihr werdet ernten, was ihr gesät habt, die Menschen ganz eindringlich darauf hingewiesen. Und zwar werden wir genau das ernten, was wir gesät haben und nichts anderes. Haben wir Angst gesät, dann werden wir Angst ernten. Haben wir Freude gesät, dann werden wir Freude ernten. Sieh dir einfach die letzten Jahre mal an, wie viel Angst da in unserer Gesellschaft gesät wurde, und zwar völlig egal, ob das jetzt wirklich begründet oder unbegründet war. Es wurde aber intensiv gefühlt. Sieh dir einfach mal diese vielen, vielen, vielen Fälle von Existenzängsten an, wo Menschen ganz intensive Ängste erfahren haben, innen Existenzängste, obwohl der Kühlschrank voll war und das Auto vor der Tür stand. Natürlich ist das nicht ganz berechtigt, aber gefühlt wurde es trotzdem innerlich als innerlicher intensiver Zustand. Und das wird sich irgendwann im Außen zeigen. Wie innen, so außen. Und das gilt ja nicht nur für das Individuum, sondern auch für ein Kollektiv. Und da kommt es nur darauf an, was wirklich innerlich gefühlt wird, was wirklich für ein innerlicher Zustand da ist. Das wird dann die Wirkung zeigen, das werden wir ernten. Nicht das, was wir vielleicht nach außen hin vorspielen oder vorgeben, so wie diese vielen, vielen Facebook-Profile. Da fällst du vom Hocker, wenn du bei Facebook in irgendeine Gruppe von Angst- oder Panikstörung guckst, und guckst dir mal die Profile an. Super tolle Bilder, sicherlich etwas nachbearbeitet, die in keinster Weise zu den Postings passen. Ich kann nicht wie aus einer Glamour-Zeitung aussehen, zumindest das vorgeben, und dann posten, ich habe solche panische Angst, ich traue mich nicht aus dem Haus an den Mülleimer ran. Das, was wirklich innerlich gefühlt wird, der innere Zustand, und nicht das, was vorgespielt, kaschiert, geschminkt oder vorgegeben wird. Das Innere, das wirklich Vorhandene, wird realisiert und zeigt sich im Außen. Und wie du auch in der momentanen, fast globalen Situation erkennen kannst, kann man sich auf die universellen Gesetze hundertprozentig verlassen. Denn egal, was vorgegeben wird, es realisiert sich das, was wirklich innen ist. Ich sehe in dieser Zeit auch eine große Chance,
wirklich umzukehren, zu sich selbst zurück. Weil es gar nicht mehr möglich ist, alles unter den Teppich zu kehren weiterhin, weil alles auf den Tisch kommt. Es fällt immer schwerer, irgendwelche Sachen vorzugeben, vorzuspielen. Ist also auch eine Art der Reinigung. Denn im Grunde genommen ist ja das große Bild, die große Situation vom Prozess her, von der Funktion her, genauso wie bei einem einzelnen Menschen. Ein Menschen, der von mir aus seine Angst immer wieder unterdrückt, betäubt hat oder sich abgelenkt hat. Mit Fußball, von mir aus auch mit Medikamenten oder mit Fernsehen oder mit irgendwelchen tollen Partys und ich gehe raus, Hauptsache ich merke meine inneren Gefühle nicht. Und wenn dieser Mensch auf einmal dazu verdonnert wäre, dass er zu Hause bleibt und sich einmal selbst wahrnimmt, dann kämen diese ganzen Gefühle, die er die ganze Zeit betäubt und verdrängt hat, hoch. Und dann müsste er sich diesen Gefühlen stellen. Aber so beginnt ja der Prozess der Heilung. Ich schätze mal, dass es jetzt schon ganz viele Familien und Partnerschaften gibt, die also gemerkt haben, dass es nicht mehr funktioniert, irgendwelche unangenehmen Sachen einfach unter den Teppich zu kehren, weil er sofort an der anderen Seite vom Teppich wieder hochplöppt. Und die üblichen, gewohnheitsmäßigen Betäubungen oder Ablenkungen zurzeit nicht mehr zur Verfügung stehen. Aber dieser nicht ganz freiwillige Stillstand in vielen Bereichen des Lebens ist vielleicht auch eine ganz gute Chance, endlich mal wieder ganz bewusst etwas Freude zu sammeln, etwas echte Lebensfreude in die Waagschale zu werfen. Da bietet sich ja die Jahreszeit förmlich zu an, denn wir haben schließlich Frühling. Da kann man die Freude, die echte Lebensfreude, an jeder Ecke förmlich mit beiden Händen einsammeln. Und im Gegensatz zu den sonst völlig gewohnheitsmäßig konsumierten Ablenkungen oder Betäubungen völlig kostenlos. Setz dich doch einfach einmal in die Natur und beobachte Bienen oder die Vögel, die jetzt gerade am Nest bauen sind. Wenn du dich einfach hinsetzt und nimmst das wahr, du brauchst ja nichts zu tun, beobachte das einfach. Du wirst feststellen, wie gut er das tut. Oder geh jeden Tag einmal den gleichen Weg in der Natur spazieren und achte auf die Veränderungen. Sieht jeden Tag anders aus. Gerade jetzt, wo alles wieder grünt und blüht. Ist gut möglich, dass du so auf einmal völlig unerwartet und nicht ganz freiwillig wieder Dinge entdeckst, nämlich in der Natur, die du vielleicht schon Jahre oder Jahrzehnte lang völlig vergessen hattest, dass es das auch noch gibt. Mir ist schon klar, dass es natürlich auch viele Menschen gibt, die aufgrund der veränderten Situation plötzlich eine ganze Menge Probleme haben, zusätzliche Probleme. Aber gerade dann ist es ja wichtig, dafür einen Ausgleich zu sorgen und nicht nur Probleme und noch mehr Ängste in die Waagschale zu werfen, sondern auch in die andere Seite, in die Freude, in die Lebensfreude-Waagschale etwas reinzutun. Denn gerade in so einer Situation ist es sehr wichtig, immer wieder bei sich selbst zu landen. Und wenn wir weiterhin einfach völlig unbewusst immer mehr in die Waagschale der Angst reinlegen, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn sich das auf einmal in der Zukunft noch extremer zeigt. Wie innen, so außen. Die universellen Gesetze wirken völlig neutral, wie gesagt. Also ist es doch wichtig, auch mal möglichst viel Freude in die Waagschale zu legen, damit sich in Zukunft dann das manifestiert. Und Zeit genug haben ja jetzt die meisten Menschen. Viele, die noch vor Wochen darüber gestöhnt haben, dass sie so in das Hamsterrad eingebunden sind,
sind jetzt raus aus dem Hamsterrad und könnten die Zeit endlich mal für das nutzen, wo vorher immer gesagt wurde, würde ich gerne machen, habe ich aber keine Zeit so. Jetzt ist die Zeit vorhanden. Die Zeit, einfach mal wirklich in aller Ruhe Freude zu tanken. Lebensfreude in der Natur. Da bekommt man das alles kostenlos. Oder auch einfach mal still zu sein, in sich reinzuschauen. Endlich mal wirklich wieder zur Ruhe zu kommen. Innerlich zur Ruhe zu kommen. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und bis zum nächsten Mal. Alles Gute.